Wo war denn diese andere Halunke da? Ach, da oben. Bam. So, noch wer? Ich glaube, den hatten wir uns auch die ganze Zeit vorgeknöpft, ne? Und unten war überhaupt gar keiner. Bei so einem Planetenhopping, was wir hier anstehen, kann man auch schon mal schnell den Überblick verlieren. Gegner, nein. So, perfekt. Wunderhübsch, hat aber irgendwo ein Knöpfel, glaube ich. Kein Knöpfle? Schade, wirklich gar kein Knöpfle. Ja. Was ist denn das? Ob ich da mal rein soll? Ja, da sollte ich rein. Manu, ich bin einfach viel zu neugierig. Das ist manchmal echt schädlich, ne? Zum Glück noch keiner mitbekommen. So, du... Ach, komm, hopp. So, Planet Nummer 35. Total ungefährlich, was wir hier machen. Hä? War das gerade unser Vogel oder war das so eine Spinnenkreatur im Geistermodus? Ich hoffe ersteres. Inständig. So, und hier gibt es auch sehr viel zu sehen. Abgesehen natürlich von der epischen Außenwelt, die sich schon drastisch verändert hat. Was seid ihr denn für Dinge? Verschlossen? Littering. Genau, ich fliege erstmal überall gegen, um zu prüfen, ob das auch wirklich verschlossen ist. Gut, das finde ich eigentlich eher nicht so gut. Was ist vor allem für eine komische Anlage, mal mit ihren komischen, komischen Planeten. Was bringen die? Ach, da oben. Da oben war noch so ein Knopf, ne? Nur, das können wir leider, glaube ich, nicht aktivieren, oder? Doch. Nee, so nicht. Aber wir müssen doch irgendwie von A nach B kommen, sonst wäre das Ganze doch sinnlos. So, ich versuche da nochmal zu landen. Ach, da oben. Ja, ich hab's gesehen. So, und jetzt müssen wir doch irgendwie raufkommen, oder nicht? Also, das nicht. Ist doch gemein. Ich will doch nur... Wirklich. Tut auch niemandem was. Den hätte ich eher lieber nicht auf den Kopf kriegen wollen. Ja, auch auf der dunklen Seite des Mondes ist äußerst viel zu entdecken. Hey! Ja, hey! Hey! Nur, was mich noch ein wenig stutzig macht, ist, dass wir hier wieder was machen können damit, doch dass wir da rauf können, obwohl da so Knöpfelein ist und wir das dann folglich rein theoretisch, wenn das so vorgesehen ist, aktivieren können sollen müssten. Das ist doch wirklich kein... Wie heißt es denn jetzt? Landeplattform, genau, das war das Wörtchen. Ja, und da reinzufliegen hat jetzt ja auch nicht den Effekt. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Dass meine Ideen nicht erhört werden.
Ne, da rein will ich nicht nochmal. Tod und Verderben. So, aber jetzt haben wir hier. Kann natürlich alles kaputt schießen, was natürlich alles heile bleibt. So. Gemütlich wandeln wir über den Planeten. So, immerhin sind wir jetzt auf dem Planeten. Ne, ich kann mit dem nicht interagieren. Überhaupt gar nicht. Ja, dann nicht, ne? Weil wenn er nicht will, können wir ihn auch nicht zwingen. So fair bin ich ihn ja schon mal. Ist hier unten sonst noch was? Nicht so. Na gut, aber so richtig zufrieden macht mich das hier ehrlich nicht. Dass die beiden Dinger da oben noch deaktiviert sind, finde ich auch nicht so witzig. Wobei auf der linken Seite ist heller als auf der rechten Seite. Also, da so heller als da so. Will ich auch gerade mal nachsehen. Wahrscheinlich ist es nur Beleuchtung. Nichts weiter. Ich lasse mich ja manchmal von Kleinigkeiten leiten und denke, es wären jetzt die Erkenntnis. Gut. Nicht gut. Ich habe hier auch sonst keine Plattform entdeckt, wo man anlegen könnte. Außer die auf dem Planeten. Gut, ich probiere einfach mal eine Runde wieder zurückzufahren. Vielleicht gelingt das, ansonsten sind wir hier richtig. Und werden uns noch 1000 Jahre darin aufhalten. Oder sogar noch länger. Oh, da setzt das Spiel gewisse Grenzen. Bis hierhin und nicht weiter. Hörst du? Nun so denn. Ja, aber auf dem Planeten ist das Einzige, was wir hier machen können. Glaube ich. Pau, pau, pau. Gnadenlos drauf. Jo, und nun beginnt wieder das große Rumrätseln. Ja, das funktioniert auch gut. Jetzt bitte nicht für doof abstempeln, ne? Ich brauche manchmal etwas. So, Shuttle, Shuttle. Schim, warum nicht? Da in diese komische Öffnung reinzugehen, war jetzt ja nun nicht so klug. Das habe ich ja begriffen. Wir können auch gerne mal eine Granate reinwerfen. Wir haben es ja. Ja, das hat sehr viel verändert. Vielleicht können wir hier drauf gehen. Wow, die erste konstruktive Idee dieses Jahr. Wahnsinn. Oh, ich bin so zufrieden. Oh, das macht mich ja so glücklich. Was mir gerade so auffällt. Ach, Manu, ich wollte gerade anfangen zu quatschen, so richtig heftig. Und dann schwirren uns die Gegnerhorden mal wieder um den Kopf. So, sichere Position. So. Oh. Ich wollte sagen, dass diese, ja, Lichtwand-Dinger... Diese Texturen hier sich immer wiederholen, wollte ich nur mal kurz sagen. Ist mir vorhin aufgefallen. Wahrscheinlich jetzt nicht die neueste Erkenntnis, aber wenigstens habe ich mal was gesagt, was nicht unbedingt was mit Ö und A und O sind die alle böse und so zu tun hatte. Das ist schon mal was. Guck mal. So. Auf da rein oder wollen wir da eher nicht rein? Nee, wir wollen da nicht rein. Ist aber echt. Sehr merkwürdig, dass wir von Planet zu Planet hoppen können. Ich will da gar nicht rein. Mann, nur. Da
Dann wäre es jetzt schon fast wieder schief gegangen und hätten wir alles nochmal machen müssen. Dann wären wir wieder aus der Gaststätte entführt worden. Wir haben jetzt genau was getan? Bestimmt Monster freigelassen. Mann, ich achte da nie drauf. Ach so, da hinten passiert irgendwas. Ja. Da können wir wohl oder übel durch oder auch da. Je nachdem, ob man uns da möchte, werden wir entweder am Leben gelassen oder erschossen. Brutal, brutal. So, aber hier können wir jetzt ja auch nicht weiter, ne? Dann müssten wir wohl... So. Den da nehmen. Ein Aufstieg zum Abstieg. Ja, funktioniert gut. Krabbel, 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 krabbel. Nun gut, jetzt können wir das Shuttle endlich wieder nutzen und uns denn gen oben bewegen. Wo denn? Ich noch irgendwas hin? Ah. Och nö. Wo seid ihr hier? Feiglinge, überall leuchtet. Ach so. So läuft der Hase. So, einmal alles pulverisieren hier. So, dem, ich habe von ihm gehört, er möchte viel lieber in das Loch reingestoßen werden. Hahaha. Naja, ich bin manchmal ein ganz kleines bisschen evil. Jeder hat ja so seine dunkle Seite. Na, jetzt, Kinder, jetzt lasst das doch mal ehrlich. Der Spaß ist vorbei, ihr hattet eure gute Zeit. Oh, das war ich gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn einfach zermatscht, ne? Wie hinterhältig gemein von mir. Oh, oh, oh. Ja, lass mich rauf, ich will mich nur ein wenig aufladen. Oh, sie sind heute so geladen, war irgendwas Besonderes? Nun gut, dann... Das ist vermutlich nicht so gut. Schnell durch da. Wo sind wir? Wir sind doch richtig, oder? Gut, da kommen wir wieder... Wow, lass mal, lass mal, lass mal. Zu den coolen Planeten. Man hat uns aber ganz schön... Aha. Na, lass mich hin. So, vorsichtig, mach das Tor auf. Hopp. Gut, mein Schüler. Spiel gespeichert und war mal aus. Mami. Ganz vorsichtig. Ja, wer da? Ach, irgendjemand feuert da auf uns, das finde ich nicht so nett. Na komm, jetzt oder nie, bevor wir tot sind. Denn tot lebt es sich nicht so gut. Das sieht sehr interessant aus. Wobei ich immer noch nicht feststellen konnte, wo denn eigentlich die Kugeln herschwirren. Das hier von diesen Plattform-Dingern.